Haie sind fantastische Lebewesen, die unseren Planeten schon seit 450 Millionen Jahren bevölkern und sich zu perfekten Jägern entwickelt haben. Uns sind weltweit über 500 verschiedene Arten bekannt und auch wenn sie bei Weitem nicht so blutrünstig sind, wie sie oft dargestellt werden, ist es keine gute Idee, ihnen zu nahe zu kommen. In diesem Video schauen wir uns einige Haiattacken an, die gerade noch gut ausgingen. Der erste Clip ist zwar nur sehr kurz, aber der Schreckmoment ist umso größer, als der Hai plötzlich an dem Taucher vorbeirauscht und nach ihm schnappt. Wie sich der Taucher gefühlt haben muss, will ich mir gar nicht vorstellen. Der Preis für den schlimmsten Freund der Welt geht wohl an den Typen im Boot, der seinen Kumpel nicht hochzieht, als ein Hai um ihn herumkreist. Diese Männer genießen den schönen Sommertag in ihrem Boot und schwimmen im Ozean. Plötzlich sieht jedoch einer der Männer einen großen Schatten im Wasser und fordert die Schwimmer dazu auf, schnell ins Boot zu klettern. Es ist zwar etwas schwer zu erkennen, aber der Hai drehte nur ein paar Zentimeter vor dem Schwimmer um. Der Profisurfer Mick Fanning wurde während des J-Bay Open Finales 2015 in Südafrika von einem Hai angegriffen. Der Hai verbiss sich in der Fußleine und zog Fanning unter Wasser. Als die Leine riss, gelang es Fanning wieder aufzutauchen und sich auf einen Jetski zu retten. Aus Sicherheitsgründen entschied der Ausrichter, das Finale der World Surf League nicht fortzusetzen. Hier wird ein Harpunentaucher von einem Hai überrascht. Nur wenige Augenblicke später verwandelt sich die Situation für den Taucher in einen Albtraum, in dem er um sein Überleben kämpfen muss. Gut, dass er den Hai abwehren kann. Abschließen möchte ich dieses Video mit einigen schönen Haiaufnahmen, die aus einem Haikäfig herausgefilmt wurden. Es gibt wohl keine andere Möglichkeit, den Tieren so nahe zu kommen.
Für noch mehr coole Videos abonniere den Kanal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.